Besuch heute hier im Bärenkern von Daniel Wahl, Spieler, erste Haar. Ich bin 57, 26 Jahre alt ist er, also hoch am Kind. Ganz ausgewachsener. Als kleiner Steppke angefangen und seinen Weg dann eben stückchenweise gemacht. Und ich denke mal, für jeden werdenden Fußballer ist das auch so eine Geschichte, dass man da bestimmt auch Fragen hat, wie geht das weiter, wie hast du trainiert, was hast du so trainiert, wann kam so der nächste Schritt oder sowas. Und dafür möchte ich heute gerne mal bei euch hier ein bisschen Rede und Antwort stellen. Wann ich trainiert habe? Also wann ich angefangen habe mit Training? Also ich bin mit 5 Jahren zur Union Berlin gegangen mit meinen Eltern und hab dann laufend ins eigene Tor geschossen. Und dann hat der Trainer gesagt, naja, komm mal noch nächstes Jahr wieder. Und ja, dann habe ich sozusagen mit 6 Jahren angefangen, so wie ihr. Einige sind ja auch 6 von euch. Du bist auch 6. Ich habe schon mit 4 angefangen. Mit 4 schon. Das ist aber sehr viel. Und das richtige Tor, ja? Aber das richtige Tor. Ja, deswegen durftest du beibleiben. Und ja, dann war ich bei Union Berlin, bis ich 14 war. Fast 10 Jahre. Und ja, bin dann zu Hertha BSC gewechselt. Das auch. Gegen viele Mannschaften. Also ich habe gegen jetzt, kennt bestimmt einige, gegen RB Leipzig schon gespielt. Vor 15 BFC Dynamo gespielt. Ja, Borussia Dortmund in der Jugend gespielt. Gegen Schalke 04. Bayern München. Aber das waren halt alles Jugendmannschaften noch, wo ich 19 war. In der Jugend mal gegen Lichtburg gespielt? Oder? Ja. Stimmt, ja. Stimmt doch, gegen Lichtburg gespielt. Hab gegen Thun Groß habe ich auch schon gespielt, damals, wo ich 18 war. Ja. Und, hast du gewonnen? Nee, da habe ich leider verloren. Ja. Haben Sie gegen Wölfsburg Dynamo gewonnen? Gegen Bayern München haben wir... Wölfsburg Dynamo. Achso, gegen Dynamo haben wir gewonnen. Da haben wir gewonnen. Wie viel? Waren viele Spiele, also ich weiß jetzt nicht mehr die einzelnen Ergebnisse. Wir haben 7-3. 7-3? Ja. Dann ist ja gut. Ja. 7-3. Hast du im Stadion gespielt? Wo ich, glaube 7 Jahre alt war, haben wir den BFC im Stadion gespielt. Vor den Profis sozusagen. Wir haben dann danach die Profis gespielt und wir durften dann vor den Profis sozusagen im Stadion spielen. Hallo Gott. Den BFC. Deutschland? Da hat Union Berlin gegen BFC gespielt im Stadion, die Profimannschaften, und wir durften davor spielen. Spielst du bei SV Union Berlin? Ich habe damals bei dem ersten FC Union Berlin gespielt. Weil er spielt da. Wie ist das Ergebnis gegen Bayern ausgegangen? Da haben wir 2-1 verloren. Alter. Da habe ich bei Hertha BSC gespielt und da haben wir 2-1 verloren. Ja. Also ich habe jetzt so keine Lieblingsmannschaft, ich habe immer nur Mannschaften, die ich gut finde. Das sind zum Beispiel auch Borussia Dortmund oder Bayern München. Ich finde auch Union Berlin gut, ich bin auch ein Fan von Union Berlin eigentlich. Ich auch! Super. Ich bin von Werder Bremen! Werder Bremen, ja. Ja. Und ich finde auch den... FC Liverpool aus England ganz gut, weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich bin ja Liverpool, klar, ja. Das sind so meine Mannschaften. Der Typ heißt Junge. Da ist der Trainer Jürgen Klopp. Genau. Wie viele Spiele hast du schon gemacht? Insgesamt? Schon. Also jetzt, wo ich in den Männerbereich gekommen bin, seitdem ich 19 bin, waren es bestimmt. Gerade in 200 Spiele, würde ich sagen. Wie viel? 400 Spiele bestimmt. 400? Okay, ich nehme alles zurück. Und, ja. Also, seitdem ich im Männerbereich bin. 4000? 400! Okay, ich nehme alles zurück. 4 Millionen Menschen vereint. Ich habe jetzt. Jetzt spiele ich so wie ihr. Ich nehme alles zurück. 99 Euro.
ich meinte 99, 100 nehme ich alles zurück. 400 habe ich nicht erwartet. 4 Milliarden? Was? 400 habe ich nicht erwartet. Was gibt mir jetzt den Ball? Nein, ich bin gut, wenn kann ich arbeiten. Wir verstehen uns alle gut. Was auch immer wichtig ist in der Mannschaft, dass jeder mit dem einigermaßen klarkommen muss. Und ja, dass wir halt einen großen Zusammenhalt haben innerhalb der Mannschaft, dass wir individuelle Spieler haben, die sehr gut sind, dass wir aber auch mannschaftlich geschlossen eine sehr gute Mannschaft sind und ja, dass wir halt auch einen jungen Trainer haben, der auch... Ich habe keinen Plan. Welche Mannschaft? Welche Mannschaft ist das jetzt? Jetzt sind wir zwei. Und in welcher? In der Oberliga Nord. In der Oberliga. Vielleicht daneben? Da hatte ich auch immer je nach Position, weil ich habe schon einige Positionen gespielt. Pizarro ist es nicht. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch kennt. Willy Sagnol, der hat früher mal bei Bayern München gespielt. Kennt bestimmt keiner. Welche Zahl denn? Nummer 2 hat er gehabt damals. In welcher Mannschaft spielst du? Bei Lichtenberg 47. Ja, Steven Gerrard, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, ja, der spielt jetzt in Amerika. Genau. Nein, der ist bei... Natürlich, der David Beckham fand ich früher gut. Und ja, das sind so die Spieler. Ein Vorbild? Da habe ich eigentlich keinen Spieler, der jetzt so mein Vorbild ist. Da habe ich keinen. Tut mir leid. Und in welcher Landmannschaft spielst du? In der ersten. In der ersten. Da, wo ihr hoffentlich alle mal hinwollt, ne? Ja, ich möchte da mal hin. Hinter die Schuhe. Ich habe früher mit Adidas gespielt und spiele jetzt mit Nike-Schuhen und ich weiß nicht, ob die irgendjemand von euch anhat. Ich glaube nicht. Ich! Nike! Nike! Er hat Nike-Maschinen im Stadion. Ich habe Nike. Genau. Er hat Nike-Maschinen. Ich habe Adidas. Ich habe Nike-Maschinen. Ich habe Nike. 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 Auch im Stadion. Ja, cool. Coole Nummer. Alles Nike, alles Nike, alles Nike. Buch ist Nike. Direkt von Nike. Alles Nike. Was machst du für Sport? Ist das dein Bruder? Außer Fußball? Oder auch Basketball? Nein. Also ich mache jetzt so neben Fußball eigentlich nichts Sportliches mehr, aber ich habe... So, na los, eh eine Frage noch. Hat noch eh eine? Nee, das sind Fragen. Na los. Oder würdest du, ich vervollständige die Frage, oder würdest du lieber auf einer anderen Position spielen? Also ich habe ja letztes Jahr in der Hinrunde Rechtsverteidiger gespielt, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, aber wir machen halt auch andere Positionen, wie vorne Spaß, wir machen es im Mittelfeld Spaß. Also ich habe ja hab jetzt keine Position, wo ich sage, die würde mir keinen Spaß machen, außer Torwart eventuell. Sonst macht mir eigentlich fast alles Spaß. Welche Position spielst du? Im rechten Mittelfeld, rechts vorne. Ich denke, was ist da los, Oskar? Ja, dann bin ich gesagt. Ja, das hört nur mal um die Rolle. Da ist das Entwicklungspotenzial. Hey, das ist ja cool.